Hallo, ihr Quirlinge! Liftboy Drinkiel ist wieder im Lager der Deserteure im alten Botaniklabor. Will hier mit Adelaide sprechen, um nochmal zu hören, was es mit Eugenes Zählen auf sich hat. Und dann eine Entscheidung treffen, was wir tun müssen Richtung Geothermiekraftwerk. Und ich habe in der letzten Episode völlig vergessen, dass wir noch das Troklonest ausnehmen wollten. Das machen wir dann auch gleich noch im Anschluss. Aber erstmal das Level Up. Wir haben da einfach nur Fertigkeitenpunkte, 10 Stück wie üblich. Das geht in Fernkampf drauf, da hätte ich jetzt die 35 ganz gern. So, Tarnung. Ich hätte gern alles über 30. So, Tech hätte ich auch gern alles über 20. Führung, 4 Stück habe ich noch. Dialog, überzeugen. Auch 2. Ah, Fernkampf geht ja schon relativ gut. Da packen wir hier noch was rein. Und noch was, damit ich Wissenschaft auf 25 habe. Das ist ja vielleicht so eine schöne Grenze. Genauso mache ich das mal. Anwenden. Danke. Jetzt bin ich hier unten mit allem über 20. Ah, guck mal hier. Schaltet den zweiten Medizin-Mix-Platz für den Inhalator frei. Aha. Oh, hier. Schlossknacken über 40. Aber da zählt nur das native. Der native Skill, nicht der gepushte durch die Ausrüstung. Aber der Schlossknacken-Skill 40 würde dann plus 25% mehr Bits bedeuten. Das ist nicht schlecht. Kritischer Schaden durch schwere Waffen plus 50%. Ja, auch nicht verkehrt. Verteidigung. Gut, das mache ich bisher gar nicht. Ausweichsprung nach vorne. Ach du Kacke. Ah, hier Wissenschaft. Ab 20 konnte man tüfteln. Daher kam das. Technik. Feldreparatur. Repariert deine Waffen und Rüstungen im Inventar. Richtig. Und das ist auch wichtig, Entschlossenheit. Der Inhalator heilt dich und deine Begleiter. Begleiter erhalten dabei 30% des Heileffekts. Ja, immerhin. So, jetzt habe ich aber irgendwas hier mit Medizin den Inhalator verbessert. Zweiter Medizin-Mixplatz für den Inhalator. Tatsächlich, da oben links haben wir jetzt unter dieser Tasche mit mal 37 noch einen anderen Platz. Aber was heißt das? Was heißt denn das? Ich kann das auch hier nicht eintragen, was da hinkommen soll. Oder was macht dieser Platz jetzt? Inhalator? Waffen und Rüstungen? Nein. Grundlagen. Durstschwinden. Fallschaden. Ducken. Nein. Protokolle. Oh, was ist denn das? Ach, das sind die ganzen Dokumente, die wir gefunden haben, richtig. Tja, es muss ja doch irgendwo auch was über Heilung gehen. Hier, Kampf vielleicht. Da. Dein Leben ist sehr niedrig. Verwende den medizinischen Notfallinhalator, um dich zu heilen. Jede Verwendung des Inhalators braucht eine Dosis Adreno auf. Ja, das ist in Ordnung, das verstehe ich. Was hat dieser zweite Platz jetzt zu sagen? Was gibt der mir? Holomantel. Auf Feier, was noch alles gibt. Tja. Was heißt denn das hier? Medizin. Was ist ein Medizin-Mix-Platz? Was kann man damit vielleicht meinen? Durch die Fertigkeit der Medizin stellst du mit Gegenständen aus dem Inhalator mehr Leben wieder her. Außerdem halten positive Statuseffekte länger an und du erhältst mehr Plätze. Ja, mehr Plätze für was? Wir haben doch gerade gehört, dass der Inhalator nur mit Adreno funktioniert. Jetzt hätte ich mir das so erklären können, dass es
dass man dem Inhalator auch andere Dinge noch reinfüllen kann. Zum Beispiel zerriebene Tuna-Dosen-Inhalte. Aber das geht ja nicht, oder? Oder können wir jetzt irgendwie umschalten? Das wäre auch eine andere Möglichkeit, dass wir jetzt irgendeine Taste haben. Einstellungen, Steuerung. Dass wir irgendeine Taste haben, mit der man irgendwas umschalten kann. So, nachladen, anziehen, Blockensteiner, Kampf, Inhalator, F. Ja, toll. Begleiter dies, das, jenes. Begleiter Spezialfähigkeit C und V. Mhm. Nö, ich sehe hier nichts. Also das mit dem Inhalator verstehe ich nicht, was dieser zweite Mixplatz jetzt mir eigentlich bringen soll. Wenn ich es F mache, halt mal F gedrückt. F gedrückt halten bringt nichts. F schnell drücken. Das wird nur verbraucht. Das ist Quatsch, das jetzt zu machen. Nee, also irgendwie... Keine Ahnung. Erklärt sich mir nicht. Dann reden wir mal mit Adelaide. Achso, wir haben 2 von 3 Büchern für diesen Mechaniker-Fuzzi da. Aber ich würde das gerne erst abgeben, wenn ich das dritte Buch habe, von dem ich keine Ahnung habe, wo es ist. Ich tippe auf das Geothermie-Kraftwerk, dass es da ist. Adelaide, wo bist du? Wir haben Themen. Und zwar ernsthafte solche. Hi. Anything else I can do for you? Willst du mir verraten, wozu diese Goldzähne gut sind, die wir nicht mehr haben, aber sie wird sich daran erinnern? Haven't you ever seen a novelty paperweight? Ach so, Briefbeschwerer, ist schon klar. Erinnert mich an diesen Kerl, von dem ich gehört habe. Oder Wahrnehmung? Wahrnehmung. Dein linkes Auge zuckt, wenn du zu lügen versuchst. Whatever absurd accusations you have churning about in your mind, I assure you, I have heard them all. Du bist nicht kooperativ. Erinnert mich an diesen Kerl, von dem ich gehört habe, jemand namens Eugene. Er hatte Goldzähne. I remember a Eugene. Pleasant enough boy. Whatever happened to him? So wie es aussieht, hast du ihn getötet. Wie denn das? Der hat sich doch angeblich an seinem Arbeitsplatz erschossen, wo ihn diese Phyllis Granger gefunden hat. Wie soll sie denn in der Stadt Eugene getötet haben? Das ist ja eine völlig haltlose Anschuldigung. Sie kommt doch da gar nicht rein. Also Drinkiel kommt der Gedanke, dass sie Eugene getötet haben kann, nicht. Der hat doch keine Flechten und Moose im Haar. Seht ihr das? Das ist ja... Na gut, ich sage, Eugene hat sich erschossen. Oder? Ich erinnere mich an einen Eugene, ein ganz angenehmer Junge. Was aus ihm wohl geworden ist? Ich habe nie behauptet, dass etwas passiert ist. Das hat sie es aber auch nicht gesagt. Sie hat nur gefragt, was aus ihm geworden ist. Das kann man auch einfach so sagen, ohne dass man damit antriggert, dass man irgendwas weiß. Eugene hat sich erschossen. Wish I could say I was surprised. That town has a way of crushing your spirit. At least his remains have returned to the soil where they belong. Except for his teeth, of course. Gold does not decompose. The teeth had to be removed. And while I am no licensed dentist, I should think I did a fair job of it. Was jetzt unmittelbar die Frage aufwirft, wie du an Eugenes Leiche kommst, weil die ist eigentlich Silas anvertraut worden, so viel ich weiß. Wissenschaft 10. Du verwendest verwesende Körper, um den Boden zu nähren und deine Pflanzen zu stärken.
I cannot tell you how refreshing it is to converse with a rational mind. That's exactly right. Rot is necessary for life. A corpse is bursting with the nutrients a young sapling craves. The crops I grow here are natural, nutritious, healthy. My garden does more than fill the bellies of my flock. It keeps them from falling ill. Mhm. Du erscheinst mir ziemlich gelassen für jemanden, der gerade zugegeben hat, Leichen zu Dünger zu zermahlen. The Vale's barren. Been that way for years. Soil's been sterile about as long as I can remember. Also, dass die Erde unfruchtbar ist, das haben wir schon mal gehört, das glaube ich ja auch. Warum sollte sie das sonst mit den Leichen machen? Das würde sie ja nicht tun, wenn es nicht notwendig wäre. Aus einem ersten Impuls heraus sagt Rinkiel, aber wir reden ja von Menschen. We are talking about organic compounds once inhabited by a sentient mind. A person lasts only until the last synapse burns out, the last brainwave flickers into the void. What remains is a carcass moldering neath the soil. Decomposition is a natural process, essential to new life. All life feeds on other life. Ah, das ist natürlich nicht völlig von der Hand zu weisen, was sie sagt. Du bist sehr still, Parvati. Hast du keine Meinung? Parvati hat nie eine Meinung. Sie verwendet deine Freunde als Dünger. Oh, I don't know. If it was me, I'd be glad to volunteer. Keeping others alive, that'd be a beautiful gift to leave. But none of the folk you used had a say. You didn't ask, ma'am. And what about my dad? I talk to his grave every Saturday. Is he even there? Hmm? Robert is just where you left him, dear. He died too long ago. By now, he's naught but a skeleton. Hmm. Also, sie scheint mit den Plünderern Geschäfte zu machen, weil es ja hieß ja von Silas, dass Plünderer die Leichen klauen. Tja, ich muss mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Naja, also, das ist natürlich irgendwie... Naja, Dringi sagt, glaube ich, ich bin froh, dass ich nichts gegessen habe, bevor ich mit dir geredet habe. Whatever you say, my dear. Hm, hör auf, mich dir zu nennen. Anderes Gesprächsthema? I'm listening. Als wir das erste Mal geredet haben, hast du angenommen, dass ich hergekommen sei, um hier zu leben. Das stimmt. I am getting old, you know. These two lamps of mine are not as bright as they once were. Or I might have seen you for what you are. Mhm. Und das wäre? Remains to be seen. Might be the man that saves the veil. Might be Reed's personal gun hand. Emerald Vale retten? People around here lack the strength to effect change. Or they have the strength, but not the will. You seem to have both. Schmeicheleien wirken bei mir nicht. Wieso erzählst du mir das alles? A little prattling never hurt anyone, dear. You might even catch a little sense, if you listen close enough. I can't stop you from conducting your business down at the plant. I just want you to know that if you take our power away, you will have brought an end to our way of life. Mhm. Also mit ihrer Leichenverarbeitung hat Drinkiel jetzt erstmal grundsätzlich nicht so das Riesenproblem. Er findet das komisch, aber das wäre jetzt irgendwie für ihn jetzt nicht super anstößig.
Was aber an ihm ein bisschen nagt, ist die Frage, ob der Leichennachschub, den es ja unzweifelhaft gibt, ob der, oder der ist ja vor allen Dingen auch durch die Seuche angetriggert worden, ob sie da nicht ihre Finger im Spiel hat, um ihre eigenen Leute zu päppeln und zu schützen. Hat sie es irgendwie geschafft, eine Seuche in der Stadt ausbrechen zu lassen? Daraufhin sterben dort Leute, es gibt mehr Leichen und sie hat mehr Dünger für ihre eigenen Leute. Dafür gibt es keine Beweise, aber das ist auch nicht zu widerlegen. Kann doch alles Zufall sein, aber es ist schon ein Zufall, der ihr sehr in die Karten spielt. Also was sagt sie? Ich kann dich nicht davon abhalten, dein Vorhaben im Kraftwerk durchzuführen. Aber ich will nur, dass du weißt, dass du unsere Art zu leben, dass du unserer Art zu leben ein Ende bereitest, wenn du uns die Energie wegnimmst. Reed macht sein Angebot in guter Absicht. Du solltest darüber nachdenken. Macht Reed das Angebot in guter Absicht? Also Reed will tatsächlich, dass sie zurückkommen. Das glaube ich schon. Reed hat nicht vor, die jetzt alle irgendwie standrechtlich erschießen zu lassen nach Konzernpolicy 17.31. Das hat er so nicht bei Dringil angetriggert, diesen Gedanken. Aber wenn ich jetzt den Namen Reed in den Mund nehme, ist das für sie wiederum so ein rotes Tuch wahrscheinlich. Deswegen war ich mal neutral. Du könntest deine Art zu leben jederzeit einfach in der Stadt weiterführen. Not under Reed's watch. He and I would come to blows within a day. And he would never tolerate my tending to a garden. This is my home. It will be my home, even if Reed cuts our power. Simple as that. Jetzt hat sie Reed angesprochen. Jetzt können wir natürlich einhaken und sagen, er macht sein Angebot in guter Absicht. Du solltest darüber nachdenken. If you think Reed does anything in good faith, then you are asking to be lied to. Naja, wie war denn die Sache mit den Leichen? Da hast du ja auch nicht mit offenen Karten gespielt. Und auch bei dieser Sache mit Eugene bin ich auch noch nicht ganz auf dem aktuellen Stand, glaube ich. Du und Reed habt offensichtlich eine Vorgeschichte. That's because Reed was my boss. I was the cannery's one and only flavor specialist, you see. Remember that limited run of white chocolate Saltuna? Nein. That was all me. Oh je. Ganz offensichtlich steckt aber noch mehr dahinter. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Okay, wenn das stimmt, dann hat sie mit dem Ausbruch der Seuche nichts zu tun. Sonst würde sie ja nicht ihr eigenes Kind da Opfer werden lassen. Ich vermute, dass Reed seine eigene Version von dieser Geschichte hat. I could not possibly care less if he does. But you're surely welcome to ask him. I'm listening. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich weiß nicht, wo ich bin. That's not strange at all, dear. Few of us truly know where we are. The world can seem like a forest without end. And it is all too easy to lose one's way. But we must remember that being lost is the first step in discovering yourself. Nein, ich will damit sagen, dass ich wirklich keine Ahnung habe, wo ich bin. This is the old botanical lab.
In Emerald Vale. On Terra 2? By the look on your face, I'm guessing you're not quite following me. Mm-hmm. Are you not feeling well? Ought to lay your head down if you're running fever. Hast du eine Ahnung, wie oft oder wie lange ich jetzt hier schon rumgelegen habe? Wir sprechen mal die Kryostase an. Ich hoffe, dass ich nur träume und mich immer noch in der Kryostase befinde. I get the sense that when you say hibernation, you are not talking about a full night's sleep. Where did you say you were from? Das hört sie neugierig. Lässt der Name Hope irgendwelche Glocken klingeln? Is that a new settlement of some kind? I haven't kept news from outside the veil. Nicht ganz, es ist ein Kolonieschiff. Oh, you're talking about that old piece of folklore. Now I'm convinced you're delirious. You really ought to lay your head down, dear. Babbling only agitates the humors. You ought to try some of my purgative tea. Won't cure what ails you, but it will distract you for a spell. Du glaubst mir nicht? Maybe I do. I don't know yet. Growing up, I heard my folks talking about the hope. Always believed it was just a story we told ourselves to keep our spirits up. Listen, don't you worry about what I think. That's not important. Worry about what the board thinks of you going around talking about lost ships from decades past. Mm-hmm. Wieso? Ich habe nichts Falsches getan. You carry on about coming here from another world, and people will talk. Talk leads to questions. Ask enough questions, and the board comes answering. Ich habe keine Angst vor dem Vorstand. No, but the board may have reason to fear you. Mhm. Gutes Argument. Anderes Thema haben wir jetzt nicht mehr. Okay. Ihre Gesprächsoptionen sind erschöpft. In dem Spiel ist es ja jetzt so, also in vielen Spielen haben wir es ja so, dass man alle Gesprächsoptionen durchgehen kann, aber das scheint hier nicht zu funktionieren. Wir können uns in den Gesprächen immer nur für eine Sache entscheiden und dann ist die Gesprächsverzweigung jeweils weg. Ich bin mir nicht sicher, ob das so programmiert ist, dass man da wirklich auch wichtige Hinweise und vielleicht sogar Questen oder irgendwas nicht bekommt, wenn man im Gespräch die falsche Abzweigung nimmt. Wenn man da die falsche Abzweigung nimmt, das könnte so sein. Das wäre natürlich schade. Okay, wir reden mal noch mit der Granger, die ist ja wieder zu Hause. Angeblich. Ja, Entschuldigung, du bist... Home is where the heart is. Marauders took that saying a little too literally. Okay, die ist mit allem zufrieden. Das hier war nur ihre Tagebuchseite, die kennt ihr schon. Die ist entspannt und ihr Freund hier, warst du das? Something I can help you with? Nee, also das warst du schon, aber... Hast nichts mehr zu erzählen. Was ist das da? Trocknohaut. Ach, das ist ja sein Angebot. Ja, ja, das lassen wir in Ruhe. Der Mechaniker, der hat... dem kann man vielleicht diese zwei Sachen zurückgeben. Also so Bücher. Aber das wollte ich ja eigentlich noch gar nicht machen. Any luck finding one of those manuals? Sieht aus wie ein Vampir. Ich möchte dich etwas fragen. What's on your mind? Du tust so, als wärst du Ingenieur. Wie bist du so lange damit durchgekommen? Luck, mostly. Nothing's needed serious repairing yet. Nothing's broken down that we can't just replace with something scavenged from the outskirts. Oh, I can swap out a water filter or charge up a battery and go on pretending I know what I'm doing. But the moment I'm asked to do any real engineering, I'm in trouble.
Wie lange lebst du hier schon? Couple months. This camp's my home. People you see milling about, they're my family. At least I think of them that way. I owe them my life. Would have died in the wilderness if they hadn't chanced upon me, starving and delirious. Ach, du warst der, der hier krankheitsgeplagt irgendwo hier gefunden worden ist. Was hast du draußen in der Wildnis gemacht? We all left the cannery for one reason or another. Me? I was let go. Mostly on account of my incompetence. I mean, I was incompetent. I couldn't even survive on my own. Grace found me, Adelaide took me in, I've been on my feet ever since. You weren't incompetent. You just didn't fit the cannery. Not like here. This place had a U-shaped hole, and now it doesn't. You could stay, you know. Here. I'd be happy to... I mean, we could really use... this isn't coming out right. If you want, Adelaide would make a place for you. Any luck finding one of those manuals? Ich spreche die Leute jetzt immer zweimal an, weil es scheint mir bei Adelaide so zu gewesen zu sein, dass man neue Gesprächsoptionen hat, wenn man das Gespräch mal verlassen hat. Weil ich konnte sie ja vorhin ansprechen auf, als ich zum ersten Mal mit dir geredet habe, hast du den Eindruck erweckt, bababa. Und das hätte man vielleicht schon beim ersten Mal machen können, wenn man sie einfach dann nochmal angesprochen hätte. Okay, also Thomas Kemp, ja. Deserteur, Deserteur. Deserteur. So, aber wichtige Personen haben wir hier jetzt nicht übersehen. Die kennen wir alle. I don't know what you did to talk some sense into Zoe, but I appreciate it. Tja, jetzt können wir noch mal versuchen, mit Reed zu sprechen. Aber wir gehen vorher mal durchs Trocklo-Nest. Vielleicht ist da noch irgendwas, was uns hilft. Ich glaube zwar nicht, aber kann ja sein. Also, wenn die Geschichte von, wie heißt sie, Adelaide stimmt... dann geht die nie zurück in die Stadt. Ich habe gesagt, ich will die jetzt mit dem leichten Maschinengewehr angreifen, weil ich einfach mehr Munition habe. Troklonest. Die Troklodonten, die schlafen nachts. Und kreischen. Nein, da hinten der steht. Also da ist der... Die plündere ich gleich. Ist das wirklich nur einer? Okay, go on quiet. Immer schön draufhalten und nicht laden müssen. Ja, ich weiß es doch auch. Wir müssen mal kurz was nehmen. Oh. Ja, Viecher. Ihr seid doch ein bisschen zu viele. Mann, waren das viele. Ich habe nicht gespeichert. Ah ja. Dich habe ich noch. Boah. Das sind echt viele. Ich werde dich jetzt erschießen. Mann. Wo ist der nächste? Hier irgendwo. Boah, warte, ich steh auf. Das waren noch nicht alle. Aber ich habe jetzt die Gruppe auseinandergezogen, irgendwie. Ich
Lass es. Oh, noch so ein Dicker. Parvati. Der gräbt sich einfach ein. Halt. Godzilla, leg dich hin. Oh. Waren das jetzt alle? Es waren alle. Mei, oh mei. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe die Hälfte der Munition verballert. Das mit dem Sturmgewehr, ach, das wäre nicht wirklich besser gewesen, glaube ich. Pack das Ding mal weg. Achso, wir packen gleich wieder das andere Ding dran. Richtig. Und zwar ist das genau das da. Reparieren. Mach mal. Gut. So, weg damit. Halt. So. Toklo Haut. Hier vorne war der erste. Leichte Munition. Noch ein Sturmgewehr. Sind wohl nur wieder die üblichen überfallenen Plünderer. Hier in diesem Tal. Aber die können auch was dabei haben, was wir bisher noch nicht kennen. Mörderfleisch. Das kennen wir schon. Waffenteile. Sicherheitsklinge. Raumschiffmodell. Da rechts oben ist noch so ein Lager, das weiß ich. Da gehe ich auch gleich hin. Aber keine Trocknohaut soll unabgezogen bleiben, wenn sie nicht völlig zersiebt ist. Opa, zuverlässig aufheben. Konzernkommandant. Hat aber gar nichts dabei, außer die Waffe namens Opa zuverlässig. Was ist das? Wir haben hier zum einen eine Sicherheitsklinge. Das ist eine zweihändige Nahkampfwaffe. Macht 79 Schaden. Warte mal, Parvati, du hast eine Waffe, die macht aber mehr Schaden. Stufe 2. Opa ist Stufe 9. Schaden 83. Bluten. Schaden 50. Nimm mal das. Und das haben wir hier. Opa zuverlässig. Spacer's Choice. 429 pro Sekunde. 90. Ist das eine Art Maschinengewehr? Ein besonderes. Das sieht ja aus. Ähnlich aus wie das Maschinengewehr. Richtig. Das ist ein. Ja, ein eigenes. Dann kann ich das ja eigentlich. Verticken. Magazingröße 90, Schaden 30. Ja, das ist um einiges besser. Das ist auch Stufe 3 und das hier ist Stufe 6. Okay. Dann habe ich das umsonst repariert. Zerleg mal dieses Teil. Waffenteil zurückgewinnen, ja. Noch ein Sturmgewehr, das kannst du auch zerlegen. Ich brauche ein paar mehr Waffenteile, weil ich die ja für die Reparatur brauche. Hier, ne, was ist denn? Hab nur 26, das ist nicht so viel, das geht schnell weg. Ich muss dazu übergehen, ein paar mehr Sachen zu zerlegen, statt sie immer nur zu verkaufen. Okay. Dann hat sich das ja hier gelohnt, hier gewesen zu sein. Jetzt würde ich vielleicht nochmal mit Silas sprechen, bevor ich nochmal mit Reed rede. Weil Silas ja noch gar nicht weiß, was mit den Leichen passiert. Er glaubt ja, die Plünderer fressen die. Aber die Geschichte glaubt er mir sowieso nicht. Wir probieren es trotzdem mal. Der wäre... Kann man da eigentlich hinreisen? Geht das? Nee, Schnellreise geht nur zu diesen anderen Symbolen da. Da geht's hin.
Ach ja, in diesem Lagerhaus waren wir auch noch gar nicht, richtig. Stimmt. Parvati, dahin. Jetzt. No problem, I'll head over. Heil dich. So. Keiner hat uns gesehen bisher. Was? Nix drin? Hier. Easy. Ah, da ist noch so ein Soldatenpanzer, den kann Parvati tragen. Aha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der... Wo kam denn der her? Es sind alle Türen zu und du bist plötzlich da. Das verstehe ich nicht. Das schraubt gerade nicht. Ich sag einfach mal, der ist nicht da gewesen. Weil es total unlogisch ist, dass er plötzlich da ist. Da liegt noch Brot im Regal. Jetzt stehst du dort. Geh woanders hin. Da war ich schon. Na? Kusch, kusch. Das ist ein Konzerntechniker. Sieht aus wie ein schwer bewaffneter Soldat. Das haben wir hier, glaube ich, alles. Ja, ich glaube schon. Also der Typ war rollenspielerisch gesehen gar nicht da. Parvati. Sure, on my way. So, du bekommst was Neues. Und zwar bekommst du auch so einen schicken Panzer. Du hast bisher eine 9er Rüstung und wir haben hier jetzt zweimal... 14er Rüstung gefunden, die ist Stufe 8. Und die ist sogar Stufe 9, 22. Oh, die ist besser als die Trinkie. Leider, aber leider ist aufgerüstet. Du nimmst mal die. Wuhuhu! Parvati! Du brauchst jetzt echt dringend einen anderen Wickel um den Kopf. Aber schön, dass das jetzt hier gut passt. Warte mal, die kann ich dann hier zerlegen. Kann man die zerlegen? Nee, kann man gar nicht zerlegen. Die kann man nur ausrüsten. Aber Rüstungsteile gibt es doch auch. Ich muss doch Rüstungen zerlegen können. Hm. Fähigkeit Überladung. Naja, das passt irgendwie. Bei. Doch ein bisschen klobig. Egal, wir gehen zu Silas. Der ist da oben irgendwo. Am Friedhof. Tag und Nacht. Und weiß von nichts. Ich überlege immer noch, ob es irgendwie möglich ist, wirklich eine Kooperation auszuhandeln zwischen Reed und, wie heißt sie? Adelaide. Aber wenn das möglich wäre, brauchen ja immer noch beide ihren Energieregulator. Something I can do for you? Und Dringil wäre der Gekniffene. Ja? Yeah? Eugene. Ich habe einen Brief von Phyllis gelesen. Darin stand, dass sie ihn wegen seiner Goldzähne ausgegraben hätte. Ja. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the Earth,
I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Hm. Ich halte meine Augen offen. Let me know if you find anything. Ja. Ja? Habe ich. Warte mal, weg. Nochmal an. Something I can do for you? Also ich weiß, was mit Eugene geworden ist, aber ich kann ihm das nicht sagen. Ja? Wieso? Also das Phyllis? Dass Phyllis Granger Eugene hätte ausgraben wollen, habe ich auch nicht so verstanden. Ich glaube, wir müssen nochmal mit jedem hier reden, bevor wir mit Reed Thompson sprechen. You've given me something to mull over. Thanks. Ja, danke. Gern geschehen. Vielleicht nochmal mit dem Barbier. Nothing for us outside those walls. What can I do for you? Nee. Na gut, die Constablerin, die könnte man auf das Thema gar nicht ansprechen. In der Bar. You tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Mhm. Nee. Phyllis Granger nochmal, ansonsten wüsste ich nicht, wen ich noch ansprechen sollte. Die Frage ist nur, ob die gerade in der Konservenfabrik ist. Es ist ja noch Nacht. Oder ist die Frühschicht schon am Werken? I've been feeling pretty low these days. Wo ist die? Die ist, wenn sie da ist, ist sie in der großen Halle. Ja. Hi. Somebody's been spinning a tale about a lost colony ship. Talk like that'll get you reported real quick. Alte Petze, ich würde gerne mit dir über Eugene reden. I paid his burial fees, didn't I? Let the dead sleep. Connor hat mir gesagt, dass Eugenes Tod kein Selbstmord war. I don't understand. I found Eugene's body. I know the guy shot himself. Wait, are you telling me he was murdered? Also laut Konrad ist Eugene an einer Überdosis gestorben. Nein, gar nicht wahr. Er hat sich eine Überdosis Zeug gegeben. Daran ist er irgendwie, hat er eine Psychose bekommen und im Zuge dessen hat er sich erschossen. Sagen wir mal. Eugene ist an einer Überdosis seiner Medikamente gestorben. Die Medizin hat ihn paranoid werden lassen. He was plagued? Oh, Lord, that's awful. I helped carry his body out. I could have been infected. This is all a little too much for me to take in. But I guess if Eugene wasn't a suicide, our town won't have to pay a penalty. Ja, das sollte aber durch den offiziellen Leichenbeschauerbericht durch Konrad schon in die Wege geleitet worden sein, oder etwa nicht? What's on your mind? Ich verstehe die Prozesse ja nicht so ganz. Ja? Ich habe deinen Brief an Konrad gefunden. Didn't anyone ever tell you not to go rifling through other people's correspondence? Blablabla. Du wolltest Eugenes Goldzähne stehlen. Excuse you. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein already belong to Spacer's Choice. And we're all part of the Spacer's Choice family here. Never mind. I don't have to explain myself to you. Mm-hmm. What's on your mind? Yeah? Okay. Man hat immer noch so ein paar Gesprächsansätze, was Eugene angeht, aber irgendwie führt das alles zu nichts. Das ist komisch.
Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich noch eine wichtige Person nicht gesehen hätte. Natürlich könnte hier theoretisch irgendeiner rumlaufen, den ich für einen stinknormalen Typen halte. Und der aber keiner ist. Allerdings glaube ich das irgendwie nicht. Das wäre mir aufgefallen. Hoffentlich. Ja, hier geht's wieder zurück in die Halle, richtig? Genau. Wir sorgen mal für Durchzug und frische Luft und reden nochmal mit Reed Thompson. Die Musik ist hier immer der Hammer wieder. Ai, ai, ai. So, ich würde gerne mal die Geschichte von dir und Adelaide hören. Something on your mind? Ja. Go ahead. Warum glaubst du, dass ich die Deserteure dazu bringen könnte, zurückzukommen? That you were not one of us may work to your advantage. I admit the fault was mine. Ja. Manchmal gehen die Menschen einfach ihre Wege, so ist das eben. Scripture tells us we all have our purpose in the world. Our work shows us that purpose. We should not have to move on from it. Yes, we have lost good workers to desertion. We have lost even more to plague. But it is why we must square our shoulders and carry on. Ich gehe nochmal in Richtung Adelaide. Losing Adelaide. Spacer's Choice Saltuna. Ever since Adelaide. Go ahead. Nee, das führt zu nichts. Okay. Ja, dann ist der große Moment gekommen. Ich werde jetzt in Richtung Geothermiekraftwerk aufbrechen. Und mir das mal anschauen. Ich glaube nicht, dass ich da drin noch irgendwas finden werde, außer vielleicht dem ersten, zweiten oder dritten noch fehlenden Teil dieser. Dieser Maschinenbaubuchreihe, die ich diesem Thomas Kemp geben kann. Ansonsten gerade keine Idee mehr. Ja, und ich sehe, die Episode ist ja schon viel zu lang. Wir machen hier mal Schluss und weiter mit Geothermiekraftwerken. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.